So, mal schauen, wo es uns jetzt hinführt. I'm getting close. That woman was here. Boah, wie kann man so ein lästiges Mistvieh sein? Das gibt's ja nicht. Oh. She was a ballerina? This room has Guy written all over it. In big floppy letters. Wir brauchen ja nur noch den Namen, oder? Haben wir die Maske schon? Wie kann ich denn ins Inventar schauen, ja? Nice card. Was Vivienne one of your stars? Ach so. Ach, hier sehen wir das gar nicht, ob wir die Maske haben. Vivienne? Just Vivienne? No. Probably just a stage name. The artist formerly known as Vivienne. Hier ist doch ein Echo. That name, it's everywhere. But that wasn't the real you. Yeah, this wasn't her room. I'm guessing her manager's? There. That's her room. Someone couldn't even let her have her privacy. Okay, last one. I can barely feel my wrist. I don't care. I just want to go to bed. I need to be alone. Aber wie komme ich dort rein in das Zimmer? In das Zimmer nebenan? Ach, durch den Spiegel. Lass mich raten, hier kommt diese Missgeburt auch gleich wieder. This is where it happened. Of all the places. You? What are you? No! Get out! No! No, not pleasant. Not pleasant at all. And still no name. There's gotta be something. Okay. Let's find out who you really were, Vivienne. Vivienne.
Huh. A page was torn out. I can't make out the numbers. I guess one of these names belongs to your true self. But which one is it? Ellie and Tori. Wir brauchen den echten Namen von Vivian. Ist ja nur der Künstlername. I still don't know her real name. Just words. Sounds without meaning. Partial numbers. One of these must have meant something to her. Ah, wo war denn jetzt das Notizbuch? Am Telefon, oder? Also Telefonbuch. There. A bunch of numbers, some would say. But I sensed there was a lot more to them. George House, die Nummer braucht ihr nicht. Mama, Niva Resort. Was war das? Hello? Oh, hey. Are they asleep? It's fine. I know you're busy. I'm busy too. Yeah, it's tomorrow. The big day. Yep. Thanks. I'll see you home. Kiss them for me, okay? Not exactly a hotbed of passion. Yes. Yes, Mother, I know. I'm doing my best. What? No, I... Well, what about my hard work? It's not always about you. Don't call me Victoria. You know I hate that. Victoria. That was her given name. But not the real one. Not to her. Ernsthaft? Der richtige Name von ihr ist Victoria, aber das war für sie nicht der richtige Name. Hello? Yes, this is Vivian. Room 347. I want to make a complaint. There was a man here. Yes, from the hotel staff. Frankly, I think I smelled vodka on his breath. He... What? That was the chief of staff? You know what? Never mind. Thank you. Well, it's a stressful job, I guess. Okay, welchen Namen verwenden wir denn jetzt? Vivienne, oder? Keinen Schimmer, ich glaube schon. Ich habe keinen Schimmer. Ich gehe jetzt aus dem Zimmer. I still don't know her real name. Just words. Sounds without meaning. Mir doch mal einen Tipp. Ich weiß nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich in die andere Ebene wechseln wieder. Aber da kommen wir ja nicht weiter. Okay, von hier haben wir ja die Maske. Das gerade nicht.
Mehr Hinweise haben wir hier nicht. Nein, nein, nein. Ja, was machen wir denn da? Nochmal anrufen? Hello? Oh, hey. Are they asleep? It's fine. I know you're busy. I'm busy too. Yeah, it's tomorrow. The big day. Yep. Thanks. I'll see you home. Kiss them for me, okay? Not exactly a hotbed of passion. Ja, eigentlich auch nichts Neues. Yes. Yes, Mother, I know. I'm doing my best. What? No, I... Well, what about my hard work? It's not always about you. Don't call me Victoria. Victoria. Ich nehme jetzt mal den anderen Namen und dann gehen wir mal zurück. Wir nennen die jetzt einfach mal Vivienne. Weil hier gibt's ja nichts mehr zu sehen. Okay, last one. I can barely feel my... I don't care. Das kennen wir schon. Man müsste halt da hinten reinkommen, da waren wir aber gerade drin, aber eben in der Geisterwelt. Oh, jetzt wieder an diesem Mistvieh vorbei. Nee. Wir kommen hier nicht weiter. Verdammt. Da ist doch irgendwas. Das ist wahrscheinlich das Telefonbuch auf der anderen Seite. Herrschaftszeiten. Ich habe keine Ahnung. Entweder bin ich zu blöd oder ich habe keine Ahnung. Wir können ja hier nichts mehr machen. Verdammt. Außer zu der Tür rausgehen. Aber... I still don't know her real name. Kenne noch nicht ihren richtigen Namen, ja. Sounds without meaning. Ich hab echt keinen Plan gerade. Hello? Yes, this is Vivienne. Room 347. I want to make a complaint. There was a man here. Yes, from the hotel staff. Frankly, I think I smelled vodka on his breath. He... What? That was the chief of staff? You know what? Never mind. Thank you. Well, it's a stressful job, I guess. Nützt uns nix. Jetzt diese Nummer genau. Oh my God, Ellie. I thought you were... No, no, I'm really happy to hear from you. Why didn't you call sooner? You did? But... Eugene, that slippery son of a bitch. Ellie. She was very special to her. You don't need to be a medium to see it. So... If you were talking to Ellie, that means... Tori. It's you. The real you.
That's your name. It made sense, really. A name is more than what everyone calls you. It's what you feel yourself to be. Für mich ergibt das irgendwie alles gar keinen Sinn, ja. Keine Ahnung, wo die... Nee. Ich kann dem Ganzen langsam nicht mehr folgen. Da kommt das Mistvieh wieder. Ich glaube, der kommt so oder so wieder. Wenn wir die Masken einsetzen. I'm not gonna lie. It felt good. Putting that curse of mine to good use. Moments like that used to keep me going. Now, I'm not sure anymore. Wir können aber nicht jeden weiterbringen. Oh Gott. Doch schon wieder was gehört hier. Untersuchungsraum. Wo war denn das mit den Masken? Okay, da kommen wir auch nicht zurück. Also muss das ja hier an dem letzten Spiegel gerade gewesen sein. In dem Untersuchungsraum. Schauen wir einmal. Und dann kommt das Mistvieh. Ich ahne es. It's okay. You can be free now. Thank you. Thank you. Okay. One down, one to go. Better get to it. Hey, bitte was? Haben wir seinen Namen noch nicht rausgefunden? Oh Gott. Das war doch hier entlang. Jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Jetzt ist es soweit. Aber das haben wir doch schon. Da sind wir ja schon alles abgelaufen. Das gibt's ja gar nicht. Ist ja nicht Boris oder so. Moment mal. Wir gehen mal zum Spiegel zurück. Manchmal ist die Steuerung recht komisch, aber man überlebt das.
hier ist noch was. Wohl eher nicht, auf die Matten kann man sich auch nicht verlassen. New details have emerged. The situation may be more complicated than we expected. No time to explain. You get the full report once I get back. Just leave it to me, comrade. Very meticulous of you, comrade. Hilft uns nicht weiter. Geht denn das hin? Ach so, da raus. Aber hier waren wir schon überall. Irgendwas übersehen? Ha. Das hat mal erledigt, den Spiegel da hinten. Da können wir jetzt nur noch mal... ist nichts. Da ist einfach nichts. Können wir jetzt nur noch mal den ganzen Weg zurückgehen? Nothing here. At least not in this world. Okay, nicht in dieser Welt. Aber hier ist auch nichts. Will mich das Spiel eigentlich verarschen? Na gut, Leute, ich schau mal, wie ich da weiterkomme. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Tschüssi.